Liebe Uli Gräser und Team, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr über die Einladung und die Möglichkeit, hier eine Rede zu halten. Erst einmal möchte ich mich Ihnen vorstellen. Mein Name ist Navi Zandi und bin 23 Jahre alt, komme aus dem Iran und seit November 2015 bin ich in Nürnberg. Und seit 2016 bin ich aktiv beim Joachim. Ich war einer der Musiker beim Bandprojekt Tigers Dreamers, das auch auf dem Badentreffen aufgetreten ist. Ich bin Teilnehmer des Musikprojekts Rock die Kasbah, wo ich sehr viel über die westliche Musik gelernt habe und zum ersten Mal auf einem Rockfestival war. Beim Rock im Park habe ich zum Beispiel erst einmal Rammstein live gesehen. Das war Hammer. Sowas wäre ich in meinem Heimland niemals möglich gewesen. Mittlerweile bin ich selbst auch DJ und lege von kurdischer Musik bis zum Rockmusik und Hip-Hop alles auf, was mir gefällt. Jetzt begleite ich anderen Geflüchteten zu Kulturveranstaltungen, um ihnen auch die westliche Popkultur beizubringen. Im Februar fand in Nürnberg die erste Refugees Nürnberg Konferenz statt, die ich mitorganisiert und moderiert habe. Ich war ein Modell der Plakatkampagne Fluchtperspektive, die bis vor einige paar Tagen zwei Wochen lang in der Königstor-Passage am Hauptbahnhof hing. Die Kampagne wollte darauf hinweisen, wie wichtig es ist, Geflüchteten eine Perspektive zu geben, weil sie der deutschen Gesellschaft was zurückgeben können. Und wenn alles mit meinen Papieren klappt, bin ich ab nächster Woche der erste fest eingestellte Flüchtlinge beim Joachim. Ich spreche gut Deutsch, oder? Sogar ein bisschen Fränkisch. Ich interessiere mich für die deutsche Kultur. Ich trinke gerne Bier. Und ich bin immer pünktlich. Ich habe viele Pläne für eine Zukunft in Deutschland und wünsche mir nicht lieber, als hier zu studieren. Um es auf den Punkt zu bringen, ich bin der Superflüchtlinge. Warum ist das so? Ich bin nicht besser oder wichtiger als die anderen Flüchtlinge. Und es gibt viele wie mich. Ich hatte das Glück, dass ich den Verein Refugees Nürnberg kennengelernt habe, der mir von Anfang an auf Augenhöhe begegnet ist. Ein Verein mit vielen Projekten, die sich zu 100% an den Bedürfnissen von Geflüchteten orientieren. Das hat auch was damit zu tun, dass unsere Team zu ungefähr 80% aus Geflüchteten besteht und wir gemeinsam und immer demokratisch alles zusammen entschieden. Ein sehr gutes Beispiel ist die Refugees Conference, die wir im Februar im Südpunkt veranstaltet haben. Die ganze Konferenz war in allen Bereichen nur von Geflüchteten organisiert. Wahrscheinlich habt ihr diese Fragen in den Kopf, warum haben wir so gemacht? Wir haben das gemacht, weil wir die
Gefühl hatten, es fehlt eine Lobby für Geflüchtete in Nürnberg. Es wird überall über Geflüchtete gesprochen, aber fast nie mit uns. Keiner fragt, was wir eigentlich denken oder können oder mitmachen wollen. Viele Geflüchtete vergessen auch, dass sie sich gegenseitig unterstützen können, weil sie meistens dieselben Erfahrungen und Probleme haben. Zu der Konferenz kamen ca. 100 Besucher, Besucherinnen, alles Geflüchtete. Und wir haben einen ganzen Tag lang sehr viele wichtige und interessante Gespräche geführt. Hier zeige ich euch ein Video von unserer Konferenz. Hallo, ich bin Mo von You Are Here. Heute findet in Nürnberg die erste Refugees-Konferenz von Geflüchteten für Geflüchtete statt. Jetzt zeige ich euch, was in der Konferenz läuft. Es geht nicht immer um die Gesetze und die Politik, sondern auch um Hoffnungen und Wünsche der Geflüchteten. Wir wollen zusammen über verschiedene Sachen diskutieren und Erfahrungen austauschen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Sie herzlich begrüßen zur ersten Refugees Nürnberg Konferenz. Gleich am Anfang wurden die Konferenzgäste in 7 verschiedenen Sprachen begrüßt. Dann wurden 10 interessante Vorträge von verschiedenen Organisationen über verschiedene Projekte, die von und mit Geflüchteten geleitet werden, vorgestellt. Zum Beispiel über Diskriminierung, das internationale Theaterprojekt, das internationale Frauencafé, das Multitrainingssystem. Danach gab es eine Mittagspause, bei der sich die Gäste kennenlernen und austauschen konnten. Nach der Pause wurde in Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen diskutiert. In den Arbeitsgruppen wurde über Probleme und Herausforderungen, aber auch über Lösungen und positive Erfahrungen bei der Integration gesprochen. Später wurden die Ergebnisse der Arbeitsgruppen vorgetragen. In allen Gruppen und bei der ganzen Veranstaltung war es immer wichtig, ein Netzwerk zu gründen. Wir wollen das unterstützen und hoffen auch viele andere Menschen, auch nicht Geflüchtete, unterstützen das. Danke fürs Zuschauen, Mo. Die Konferenz war für viele der erste Ort, wo ihre Meinungen wichtig waren und sie auf Augenhöhe sprechen könnten. Bei der Konferenz waren die Flüchtlinge die Experten und eine Flüchtlinge zu sein hätte eine Vorurteile. Man dürfte teilnehmen. Dann die Konferenz war nur für Geflüchtete, um einen saferen Space zu schaffen, ohne Hierarchie und Diskriminierung. Bei der Konferenz ist eine Sache sehr deutlich geworden. Viele der Geflüchteten haben im Alltag das Gefühl, dass ihnen nicht auf Augenhöhe begegnet wird. In der Gesellschaft, bei Ämtern, bei Projekten, aber auch von Ehrenamtlichen, die uns unterstützen wollen. Natürlich wissen wir alle, die Unterstützung von der Stadt Nürnberg und allen Projekten und Ehrenamtlichen sehr zu schätzen. Ohne diese würde es auch Projekt wie UA hier nicht geben können. Würde ich auch nicht hier sein und eine Anrede zu halten. Es wird wirklich viel für Geflüchtete in Nürnberg angeboten. Aber wir bekommen selten die Chancen, selber mal etwas zu entscheiden oder anzubieten, so wie wir denken, dass es gut ist. Zum Beispiel, wie Integration funktionieren kann und was wir eigentlich davon erwarten. Deshalb fragt uns, ladet uns ein, denkt an uns,
arbeitet mit uns zusammen, spricht mit uns, nicht über uns, aber vor allem nicht vor uns. Ich mache sehr, sehr viele gute und manchmal auch schlechte Erfahrungen. Erst ich nach Deutschland kam, ich konnte gar keine Deutsch sprechen. Ich hatte niemanden in Deutschland. Und war nicht einfach für mich, mit den Leuten Kontakt zu bringen. Ich habe immer versucht, dass eine Lücke finden und da reingehen und studieren. Aber bis jetzt habe ich gar keine Antwort bekommen. Mein Ziel war nur ein Studium. Ich habe in meinem Heimland studiert. Ich hatte alles in meinem Heimland. Das war nicht meine Entscheidung, dass ich Geflüchtete bin. Dass ich fliege nach einem anderen Land. Das möchten wir auch nicht. Das müssen wir. Auch es gibt viele Leute, die haben mir sehr geholfen und haben viel mir beigebracht. Aber bayerische Gesetze, es ist strenger als die anderen Bundesländer. Ich habe Ausbildungsstelle bekommen, alles, aber keine Arbeitserlaubnis. Weil ich in Bayern wohne, weil ich in Bayern Asyl beantragt habe. Das war auch nicht meine Entscheidung. Meine Freundinnen von mir sind alle in anderen Bundesländern und alle sind in der Universität eingestiegen. Aber ich noch nicht, obwohl dass ich viel mache. Ja, ich hoffe, dass mich verstehen ein bisschen und diese Chance zu mir geben, dass ich weiter studieren kann. Und danke auf euch, dass ihr mir gehört habt. Und danke, Uli Glaser.